Wenn Sie sich jetzt fragen, Mensch, ist er denn schon wieder in Japan? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Aber witzig, das Wetter ist ja genauso wie bei uns. Wundern Sie sich nicht, ich bin in Düsseldorf in der Immermannstraße und hier ist natürlich alles voll mit japanischen Restaurants auf dieser Seite und jenseits gibt es auch entsprechend noch Hotels, das sieht man hier von hier nicht so schön, aber es ist eine japanische Enklave, wie man so schön sagt. Naja, gut, ich habe hier schon mal ein bisschen vorführen können. Nein, ich bin nicht extra zum Üben hier schon mal rübergefahren. Ich hatte einen Vortrag hier mit institutionellen, sagen wir mal Händlern oder Entscheidern und da bin ich jetzt auf dem Rückweg und auf dem Weg quasi zu den Charts wieder. Und da habe ich gesehen eben gerade schon und er bewegt sich doch, der DAX heute über 100 Punkte schon von seinen Hochs nach unten gegangen. Also tapfere Bewegung nach unten, vielleicht wird das ja doch noch ein bisschen was, nicht mehr so ein Seitwärtsgeschiebe. Jetzt endlich mal ein schöner Impuls nach unten, da wollen wir mal gucken, ob sich da eine Anschlussdynamik oder erst noch mal eine Korrektur und dann eine Anschlussdynamik dann bildet. Also das wäre jetzt aus meiner Sicht eine ganz schöne Vorgehensweise, wenn der Kurs jetzt hier, sagen wir mal, erstmal ein bisschen korrektiv nach oben ginge und anschließend dann von dort aus dann den nächsten, sagen wir mal, Zwischenbruch bringt, dann ist die Chance eigentlich nicht so schlecht, dass der Kurs dann die Bewegung fortsetzt. Also, warum ist das so? Wir hatten noch eine ähnliche Situation beim Euro, der druckst noch rum. Ich habe es gestern ja erwähnt, Sie erinnern sich am Chartbild. Das liegt möglicherweise daran, wir werden das sehen, die Idee ist grundsätzlich noch am Laufen und da ist also nicht irgendwie das schon ad acta zu legen, aber wir haben beim Euro gegen US-Dollar nicht das absolute Hoch gesehen, das haben wir, beim DAX, was ist ein absolutes Hoch, aber zumindest mal ein sehr markantes Zwischenhoch und das fehlte jetzt, das liegt nämlich schon beim Euro gegen US-Dollar ein ganzes Stück weit weg, deshalb ist die Aussagewahrscheinlichkeit da nicht ganz schlecht, aber eben zumindest mal geringer als das, was ich jetzt schon vermute beim DAX, aber wie gesagt, was ja noch gebracht werden muss, je nachdem wie da der korrektive Arm jetzt vielleicht im heutigen Nachmittag dann nochmal nach oben geht. Aus Japan gab es heute keine Impulse, da ist heute Feiertag. Insofern ist da nichts wirklich an Schub rübergekommen. Wir werden jetzt mal gucken, was Amerika heute noch zu antworten hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch im Zusammenhang mit dem, was der DAX heute gezeigt hat, vielleicht dann wirklich für mal wieder einen Trade langt. Wollen wir mal gucken. Im Moment war es ja so, dass zumindest mal die Märkte in Amerika zumindest noch nach oben unterwegs waren, während der deutsche Markt ja mehr oder weniger gesagt hat, ich mache vorsichtshalber mal gar nichts. Also wollen wir mal schauen, wohin das Ganze führt. So, ansonsten Trade des Tages heute, was war's? Ich muss gestehen, dadurch, dass ich gerade erst rauskomme, also noch nicht wirklich drauf gucken konnte, weiß ich noch gar nicht, wie es da ausgegangen ist. Außerdem will ich Ihnen die Vorfreude nicht nehmen. Lesen Sie es selber durch. Es steht theoretisch alles drin, was wichtig ist, zumindest aus meiner Sicht. Der gestrige Trade des Tages zumindest ja schon mal deutlich in die richtige Richtung gelaufen. Aber wer weiß, was passiert. Da kann noch alles möglich sein. Gucken Sie mal, was das für Sie möglicherweise noch im Nachgang bringt. Vielleicht mindestens mal um zu gucken oder vielleicht sogar um es zu traden, wir werden es dann sehen. Oder wenn Sie selber gesagt haben, Mensch, das gucke ich mir intensiver schon gestern an, dann wissen Sie wahrscheinlich schon, wovon ich spreche. So, von mir kommt nichts Sinnvolles mehr, fürchte ich. Außerdem windet es, es ist regnerisch und ich will auf den Zug, denn ich möchte eigentlich gerne nachher noch am Markt mitmachen können und dafür muss ich mich erstmal hier von A nach B bewegen, noch innerhalb Deutschlands, also nicht irritieren lassen vom Hintergrundbild. Für heute wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute. Traden Sie gut und dann freue ich mich aufs nächste Video. Bis dahin, alles Gute.